Herzlich willkommen in den Pyrenäen. Wir kriegen gleich noch Besuch. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Oskar sonst. Hallo, lieber Oskar. Ja, ihr wart doch gestern erst hier. Es ist immer so schön, wenn man sich dann wieder über den Weg fährt und dann ein paar Tage zusammen verbringen kann. Und darüber sind wir gerade sehr dankbar. Die Sonne scheint. Heute wird ein richtig schöner Tag. Schöner kann es nicht sein. Lecker, voll fruchtig. Guten Morgen aus den Bergen. So genauso wie letzte Woche. Wir haben uns ungefähr 20 Kilometer bewegt. Und wir stehen jetzt hier an so einem kleinen Fluss und müssen gerade mal in den letzten Tagen mal mit der Hitze klarkommen. Es ist nämlich, gestern waren es einfach 38 Grad in den französischen Bergen. Ein bisschen ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Aber was soll's. Tschüss. Es ist voll stürmisch draußen. Einfach, wir stehen hier, also habe ich ja schon gesagt, an einem Fluss. Und hier rechts ist einfach heute Nacht so ein riesiger Zweig auf den Weg gefallen. Seht ihr das? Und wir haben das ja sogar gehört gestern Abend, ne, dass das so gewuschelt hat. Zum Glück stehen wir nicht unterm Baum. Ja, halt echt, ne? Stimmt, von der wäre auf uns gelandet. Den müssen wir auch erstmal wegräumen, bevor wir hier wieder rausfahren können. Aber das Komische ist, es ist so ein warmer Sturm. Das war gestern auch schon so. Es waren gestern einfach 38 Grad. Und es war, der Wind, der ist einfach so wärmer als die andere Luft. Macht das Sinn? Also es ist ein ganz komisches Phänomen. Ist auch nicht so angenehm. Ist irgendwie sehr weird, weil es ist eh schon sehr warm. Ja, naja, vielleicht legt sich das ja wieder. Super. Mittlerweile voll der Sturm aufgezogen. Wir haben euch ja schon diesen Ast gezeigt, der da runtergekracht ist. Und wir haben jetzt gesehen, dass hier überall um uns herum auch Äste abgeknickt sind. Jetzt haben wir so ein bisschen Sorge, weil wir nämlich auch direkt neben den Bäumen stehen, ob wir nicht doch woanders hin sollten. Weil hier sind richtig krasse Sturmböen gerade und man sieht auch, dass hier immer wieder so abgeknickte Äste in den Bäumen sind. Und es fliegen auch hier lauter Blätter. Ja, das knackt auch richtig. Alter. Vielleicht sollten wir doch lieber warnen, dass keine Bäume sind. Wir kriegen gleich noch Besuch. Es kommt noch ein zweiter Van dazu. Und so weit können wir eh nicht da ans Ufer wahrscheinlich, weil die haben auch einen größeren Van als wir. Und ich will mich echt nicht unter die Bäume stellen jetzt. Ich muss noch überlegen, was wir machen. Ja, wir kommen natürlich auch hier rum. Aha, ja. Alter, es regnet auch Blätter. Ja. Okay, ich glaube, langsam sollten wir hier mal verschwinden. Das ist echt, es knackt hier überall im Wald um uns herum. So richtig so ein tiefes Knacken. Sollten auf jeden Fall mal in den Bus gehen. Da haben wir wenigstens ein Dach über dem Kopf und dann sollten wir hier, glaube ich, rausfahren, weil man muss jetzt her und nichts riskieren. Okay, lass mal gerade hier durchrennen, wo die ganzen Bäume über uns sind. Ich habe echt Angst. Okay, wir haben immer noch keine Entscheidung gefällt. Aber mittlerweile hat sich der Wind auch wieder gelegt und weil es hier keine Plätze in der Nähe richtig gibt, warten wir zuerst mal auf unseren Besuch und treffen dann gemeinsam eine Entscheidung. Genau. Wir müssen auf jeden Fall schon mal unseren Fluchtweg freimachen. Ja, und den Anfahrtsweg für unseren Besuch. Stimmt. Alter, das sind ja richtige. Das sind noch mehr geworden. Oha! Alter, das willst du nicht auf den Kopf bekommen. Nee, aber echt, stell mal vor. Meinst du, der Bus wird dann irgendwie einbellen? Keine Ahnung. Man merkt halt daran auch voll, wie trocken diese Bäume sind und wie nicht gesund die sind. Dass die halt so schnell brechen überhaupt, ist echt nicht so gut. Hallo! Ja. Na? Oh.
So, ihr habt ja gesehen, wir sind wieder mit Laura und André vereint, die wir ungefähr vor einem Jahr kennengelernt haben und seitdem im regen Kontakt stehen. Und weil es so heiß ist, sind wir jetzt gerade mal alle zusammen in die Fluten gesprungen, in diesen Fluss. Das ist cool. So angenehm. Das ist auch gestern war ja 38 Grad, das war cool. Also es ist auch ziemlich kühl, muss man sagen, aber es tut echt gut. Leute. Und die Hunde waren sogar auch kurz mit drin. Leute. Also, Leute. Schöner kann es nicht sein. When my head is full of questions. So, wie das so ist mit alten Freundinnen, wenn man sich lange nicht gesehen hat, dann muss man erstmal sich ganz viel austauschen und quatschen. Und das haben wir heute gemacht. Wobei wir mit den beiden echt richtig intensiv in Kontakt sind. Das ist echt cool. Diese Freundschaft hat sich letztes Jahr geformt und wir waren ja dann auch wieder letztes Jahr lange zusammen unterwegs. Und wir sind sehr, sehr, sehr dicke und es ist immer so schön, wenn man sich dann wieder über den Weg fährt und dann ein paar Tage zusammen verbringen kann und darüber sind wir gerade sehr dankbar. Besonders weil gerade irgendwie eine bisschen schwierige Zeit für uns ist, aber da gehen wir nächste Woche drauf ein. Genau, und jetzt haben wir beschlossen, dass wir heute nochmal draußen essen zusammen. Machen wir ja sowieso fast immer, aber die beiden haben ja ein bisschen mehr Platz drin. Aber André kocht jetzt was Leckeres für uns und dann können wir schön zusammen hier zu Abend essen. Ich bin sehr glücklich, wieder in Begleitung zu sein. Und vielleicht habt ihr ja gesehen, dass André und ich jetzt sehr ähnlich gekleidet sind und ich mir ein neues T-Shirt übergeworfen habe. Aber dazu dürfen wir noch nicht ganz so viel sagen, aber wir freuen uns schon, wenn wir das mit euch teilen können. Da gibt es nämlich ein paar große Neuigkeiten bei denen da drüben. And the sky is full of rain. When I'm worrying about what I can't change. Was gibt's denn da Leckeres? Also eigentlich alles von euch. Rezept von euch, Teller von euch. Sehr gut. Aber ihr habt gekocht. We can forget all of our troubles. Danke fürs Kochen. Oh, danke schön. Was gibt's denn heute, Herr Koch? Stir-Fry aus dem Kochbuch von Zoe und Merlin. Außer der Tofu ist anders. Der das war doch nicht Tofu von, oder? Ja. Aber das ist der Tofu von Deliciously Ella. Und. Ah, das sind die Teller. Die Teller? Die alten Teller. Die haben nochmal richtig abgestaubt, bevor die ihren Sprinter verkauft haben. Ja, stimmt. Die haben die Teller. Die haben wir weiterfärbt. Die Brotdosen. Das war's eigentlich schon. Was haben wir jetzt? Alu-Geschirr. Das ist kein Alu, das ist Emaille. Ja, toll. Okay. Guten Appetit. Guten Appetit. Nach diesem sehr leckeren Abendessen saßen wir jetzt noch bis in die Dunkelheit draußen und haben uns unterhalten. Es war richtig schön, ich bin echt super happy, dass die beiden jetzt hier bei uns sind und wir jetzt die nächsten Tage zusammen genießen. Und wir haben uns jetzt mittlerweile ins Bett eingekuschelt und wir springen jetzt mal sehr spät auf den Euphoria Train auf und schauen diese Serie. Ich bin mal gespannt. I was once happy, content, sloshing around in my own private primordial pool. Guten Morgen von diesem wunderschönen Platz. Die Sonne scheint, heute wird ein richtig schöner Tag. Und ja, ich freue mich, dass wir hier diesen coolen Platz gefunden haben. Es ist mega idyllisch hier, es macht auch richtig Spaß, hier jetzt Gassi zu gehen, gerade mit dem schönen Licht. Hier mit dem Wald um uns herum, es ist echt mega schön. Na Leute. Lotta spielt gerne mit Spielzeug, aber kann es leider nicht ganz lassen. Wir haben ja das hier in Griechenland gekauft Anfang des Jahres und das hat sie jetzt schon halb zerstört. Du kleine Zerstörerin. Du willst eigentlich den ganzen Tag noch kuscheln, ne? Ja. Frühstück ist fertig. Nice. Kommst du raus? Ja. Ja.
Wir machen heute einen gemütlichen Morgen hier in unserem Camp. Es ist echt, ich wiederhole mich, aber es ist echt schön. Einfach sehr, sehr schön hier zusammen zu sein. Und ja, ist auch irgendwie crazy, Oscar jetzt hier neben uns zu haben. Erinnert ihr euch noch, als wir mal Vans getauscht haben? Wer war denn da schon dabei, als wir einen Tag in Oscar gewohnt haben? Wir sind jetzt die ganze Zeit so am Überlegen, ob wir das nicht nochmal machen sollen, weil wir jetzt einen neuen Bus haben. Und das für die beiden bestimmt sehr lustig wäre und sehr interessant, wie die in unserem kleinen Bus klarkommen. Mal sehen. Könnt ihr ja mal in den Kommentaren sagen, ob ihr da Bock drauf hättet. Wir würden halt dann wieder einen Tag in Oscar sein. Hätte ich auch nichts dagegen, ehrlich gesagt. Genau. So, hallo. Ist gefrühstückt. Okay. Guten. Guten. Das kommt eh wieder nicht ins Video. Warum? Warum? Du kommst immer ins Video. Weil die ganz witzigen Sachen immer wegschneidet. Nee, das stimmt ja gar nicht. So wie war es dann mit dem vierten Bachelor? Ja. Da war ich sehr traurig, dass ihr das rausgenommen habt. Schreibt mir mal in die Kommentare, wollt ihr die Bettszene von uns sehen? So, wir haben den Nachmittag hier noch gemütlich genossen und uns schön im Fluss abgekühlt. Und für uns geht es jetzt noch weiter auf einen anderen ziemlich coolen Stellplatz für den Sonnenuntergang. Da freue ich mich voll drauf. Wir kennen den nämlich schon. Wir kennen den nämlich schon. Wir waren da schon. Wir zeigen jetzt mal unseren Bestes hier ein bisschen mal. Muss ich die Differentialsperre reinmachen? Nice. Ich freue mich schon so, wenn wir mal richtig offroaden mit dem. Unser Ziel ist hier oben, dieser Gipfel. Da. So, wir sind jetzt angekommen. Das war jetzt ein recht schneller Stellplatzwechsel. Aber wir haben auf einmal eine völlig andere Kulisse. Wir stehen jetzt nämlich hier auf einem Hügel und wir überblicken die Pyrenäen. Das ist richtig cool. Wir stehen direkt am Anfang der Berge quasi. Wir haben diese riesige Bergkette. Oh, das sieht richtig, richtig schön aus. Oder, André? Kann sich sehen lassen, oder? Da habe ich schon Besseres gesehen. Ach komm. Nee, ist schon schön. Schon schön. Da kann man auch mal ein Foto machen. Okay, von mir. Gestern wurden wir von André und Laura bekocht, deshalb sind wir heute dran. Es soll ja schön gerecht bleiben. Und wir machen heute Nudeln in Erdnussbuttersoße mit Karotten. Ich glaube, das ist ein Favorite von uns allen. Weil das Originalrezept von André und Laura ist mit Süßkartoffel, aber wir haben nur Karotte. Und schaut euch mal an, was die beiden für einen geilen Pot Peanut Butter haben. 1 Kilo. Geil. Ah, der kommt nicht komplett rein, aber fast. Na. So, wo sind wir hier? Hier waren wir schon lange nicht mehr. Oscar sonst. Hallo, lieber Oscar. Hey, ihr wart doch gestern erst hier. Aber nicht hier drin. Na klar, gestern. Beim Regen haben wir hier drin gesessen. Hä? In dem Video gibt es keinen Regen. Aber nicht mit deiner Kamera. Ach so. Also. So, und jetzt essen wir mal, weil wir alle sehr doll Hunger haben. Ja, weil ihr so lange gebraucht habt. Entschuldigung, es war sehr herausfordernd mit den ganzen Tieren da draußen. Und der kleine Esel. Na, und dann kamen da noch Pferde und dann war da noch so ein kleiner Hund. Okay. Die Good night. Schon in den Leberwurst.
Wir haben es heute Morgen endlich mal wieder zum Sonnenaufgang rausgeschafft, sogar noch vor dem Sonnenaufgang. Und es hat sich richtig gelohnt, weil ich finde das immer so eine schöne Stimmung, wenn wir hier morgens rausgehen und es ist noch so alles richtig ruhig und die Luft ist irgendwie so schön erfrischend. Richtig toll hier. I love it. So eine coole Aussicht. Ja, die ganzen Pyrenäen hier vor uns in unserem Sichtfeld. Man kennt nicht die ganzen, aber sehr viel. Sehr viele Pyrenäen. Sehr viele Pyrenäen. Richtig schön. Ich bin richtig froh, mal wieder so früh aufgestanden zu sein. Eigentlich bin ich ein Frühaufsteher normalerweise, aber irgendwie ist in letzter Zeit mein Rhythmus total durcheinander. Ich glaube auch die Zeit in Deutschland hat leider die ganzen Routinen sehr durcheinander gebracht. Und jetzt versuche ich aber wieder langsam mich da reinzufinden, weil ich es eigentlich total schön finde, wenn man vor der Sonne aufsteht und sich dann ja in Ruhe aufstehen kann und dann wenn man dann rausgeht und die Sonne aufgeht, das finde ich eigentlich richtig schön. Deswegen versuche ich da jetzt mal wieder dran zu arbeiten, dass ich mir diese Routine wieder aufbaue. Na ihr? Na? Na du? Wir machen heute Outdoor-Coffee. Es ist ein bisschen frischer als die letzten Tage, aber ich finde es sehr angenehm. Wollen wir uns nicht drüber beschweren? Nee, ne? Der Wind pfeift hier so unten durch. Mal. Komm her, lass mit unter meine Decke. Alles gut. Ja, ist ein Esel, ne? Alles gut. Was? Was? Wir gehen jetzt mal eine Runde spazieren. Lotta findet den Esel sehr spannend. Die wird ihn am liebsten anbellen. Die wird am liebsten zu dem hinrennen, einen Meter vorher stehen bleiben und den anbellen und dann aber auch wie nur blöd gucken. Aber das wollen wir nicht. Deswegen muss er an die Leine. Der Platz, an dem wir sind, der ist richtig schön und die Aussicht ist auch mega cool. Nur ist das auch so ein Platz, an dem man nicht so viel machen kann. Deswegen sind wir, glaube ich, heute auch ein bisschen versackt, weil wir hier irgendwie uns nichts vorgenommen haben, was man hier machen kann. Deswegen machen wir jetzt einfach einen kleinen Spaziergang und hoffen, dass wir nicht in den Regen kommen, weil hier hinter, da kommt es richtig runter. Und wir versuchen jetzt mal, da hochzugehen. Wir fliegen so Modellflieger. Das ist irgendwie so ein Spot, wo Leute herkommen, um ihre Modellsegelflugzeuge zu starten. Das ist schon krass. Das sind schon ganz schöne Teile auch. Also wenn die in der Luft schwimmen, dann sehen die so klein aus, aber die sind bestimmt 2 Meter breit, oder? Ja, locker. Das sieht schon cool aus. Das macht bestimmt richtig Bock, damit hier rumzufliegen. Also es sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Hey, super! Das war jetzt falsch. Nochmal. Super. Super gemacht. Pizzi, willst du das? Oh, du kleine Stinkerl. Super. Ah, das tut gut. Ja. Haben uns jetzt mal in den Bus verkrümelt. Das sieht so aus, als könnte es gleich regnen. Man weiß es aber nicht so genau. Und hier ist gerade so ein bisschen trödelige Stimmung. Also irgendwie sind wir alle ein bisschen am Durchhängen. Ist halt auch mal so. Ist ja okay. Merlin schaut gerade irgendwelche YouTube-Videos und ich habe mir einen Tee gemacht. Und du hast einen Instant-Kaffee, ne? Mm. Wie schmeckt's? Warm. Nee. Ja, haben den von Laura bekommen.
sind am Überlegen, ob es Sinn macht, ein bisschen Instant-Kaffee mitzunehmen. Aber es ist Specialty-Instant-Kaffee. Ja, den haben wir schon mal getestet. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Eigentlich kommt so, sowas für uns ja nicht in die Tüte, aber da wir jetzt ja auf eine lange Reise gehen, bei der wir jetzt nicht sicher sind, ob wir wirklich immer überall Specialty-Kaffee bekommen, ist das vielleicht eine ganz gute Notlösung. Weil das ist halt nicht irgendein Instant-Kaffee, der ist schon ein bisschen besser, würde ich sagen. Also mal sehen. Ja, muss fairerweise sagen, der ist auch Decaf. Also wir hatten schon mal einen mit, also einen normalen, der war eigentlich ganz okay. Der jetzt nicht. Eigentlich ist es ganz nice, gerade irgendwas Warmes zu trinken, was Geschmack hat. Na dann. Manchmal geht es ja nur darum. Ja. Wenn wir uns jetzt was kaufen, dann will ich schon nochmal ein anderes Ort holen. Abendessenszeit. Wir haben uns hier draußen gemütlich gemacht und an dieser Stelle verabschieden wir uns von euch. Leider müssen wir uns auch morgen schon von Laura und André wieder verabschieden. Für die beiden geht es nämlich in den Süden und für uns geht es wieder in den Norden, zumindest ein kleines Stückchen. Wir müssen da noch ein paar Sachen klären. Es ist schon wieder irgendwas passiert, was nicht hätte sein sollen. Dazu erzählen wir euch aber nächste Woche mehr. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und macht's gut, bis Sonntag. Ciao. Das Kind war gekürzt. Komm mal, das Film. Okay, so sieht es aus, wenn zwei YouTuber-Pärchen zusammen unterwegs sind. Alle am Film oder Instagram-Stories machen oder sonst was. Kannst du den einen Teller nochmal hinstellen, oder? Und alles wird gefaked. Wenn jemand eine Comedy über uns machen würde, dann wird das so aussehen. BTS bei Oscar. Willst du nochmal was sagen?